Wir begrüßen euch und freuen uns, dass ihr den Weg zueinander findet, um euch stets in eure Herzbewegung weiter nach vorne zu bewegen und in die Weite. Wir bitten euch, eure Fragen an uns zu senden, damit wir euch dienen können. Wir grüßen euch auch und wir freuen uns, wieder eure Antworten zu bekommen. Wir haben heute das Thema kosmische Gesetze und möchten zunächst noch einen Fließtext von euch haben über die Wirkung der kosmischen Gesetze in der heutigen Zeit. Einen Moment bitte. Wir begrüßen euch vom blauen, vom gelben und vom rosafarbenen Strahl. Und wenn ihr es gestattet, würden wir euch einige Grundsätzlichkeiten über das, was über euren Köpfen in der Vorstellung der kosmischen Gesetze wabert, ein bisschen kommentieren. Gerne. Ihr seid in einem Kontinuum, das ihr eine dreidimensionale Existenz nennt. Ihr seid gefangen wie eine Motte in einem Spinnennetz, so könntet ihr es nennen, denn ihr seid in einer außergewöhnlichen Situation des dreidimensionalen Verhaftetseins und seid dennoch in einer feinstofflichen Weise in vielerlei Hinsicht in vielen Dimensionen in der Dreidimensionalität davon bestimmt. Es heißt also, eure Auswirkungen im Alltag, so wie ihr es als Reizreaktionsschema wahrnehmt, sind Verfeststofflichungen, Manifestationen innerhalb einer dreidimensionalen Existenz, die aber in der Grundvoraussetzung höherdimensionale Informationsstrukturen beinhalten und somit die Physis im Vorfeld bestimmen und sich die Feinstofflichkeit letztendlich manifestiert. Das heißt also, Dreidimensionalität ist ein fleischgewordener Ausdruck, ein dreidimensional wahrnehmbarer Ausdruck für feinstoffliche Vorinformationen. So seid ihr das, was ihr denkt, seid das, was ihr fühlt, seid das, was ihr esst und wo ihr lebt und seid das, der Ausdruck all dieser energetischen und informationsstrukturellen Bedingungen in eurem Umfeld. Das ist eine wesentliche Situation, die ihr als Menschen in der oder das Tier oder die Pflanze, Planeten, Sonnen und Monde und andere physische Kreationen erleben können. Andernorts, wo ihr keine Dreidimensionalität vorfindet, sind sehr viel flüchtigere Informationsaustauschs gegeben. Dort ist es ein vorübergehendes Wabern, ein vorübergehendes und aneinander vorbeigleitendes Bedingungsumfeld, wo beispielsweise eine Information einer bestimmten Schwingung einer blauen Farbe, sogenannten blauen Strahls, einhergeht neben einem Gelb, einem Weiß und sich so, ohne miteinander verwoben zu sein, dennoch immer in einer Haltung des Gewahrsams oder Gewahrseins nebeneinander existiert, koexistiert, um vielleicht doch in einem Moment der Bedeutsamkeit eine Schwingungsübereinkunft oder Zusammenschluss zu finden, sodass ihr beispielsweise, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, als Mensch, welche Rolle ihr als Mann oder Frau in der Gesellschaft lebt, so habt ihr vielerlei verschiedene Farbschwingungen gleichzeitig angestoßen. Ihr seid in dem Bewusstsein der sakralen Bedeutung, Sakral-Chakra-Bedeutung, ein Mann oder eine Frau zu sein, habt eine Solarplexus-Empfindung eures Platzes in einer Gesellschaft und vielleicht eine Bewertung des Halschakras oder eine Herzqualität, die ihr dazu habt, einen Gedanken vielleicht des blauen Strahls. Und so seid ihr
in diesem Moment, wo ihr diesen Zusammenschluss der Ich-Wahrnehmung in einem Kollektiv, nämlich der Gesellschaft des pfirsichfarbenen 16. Chakras, bedient in einer neuen Kombination eines Chakras, das ohnehin in der Pfirsichfarbe von sich aus schon eine Kombination darstellt. Und so ist die Strahligkeit, die Farbgegebenheit, die Bedeutsamkeit der Essenz eine Existenz, die eine brachliegende Situation ist, eine Haltefunktion hat, die Funktion des Ich-Bins besitzt und sagen kann, ich als blauer Strahl, gäbe es eine Ich-Präsenz, doch übersetzt für das menschliche Verstehen, könnte der blaue Strahl sagen, ich als blauer Strahl habe die Aufgabe der Vernetzung, der Unterscheidung und der Analyse und Synthese. So könnte es das Rot sagen und ich als dieses Rot habe die Aufgabe der Manifestation und der Vorbereitung auf beispielsweise Magnetwechsel oder auf die Manifestation von Physis und so weiter. Doch es muss nicht geschehen. Es ist ein Platzhalter für diese Energie und wann immer die Energie benötigt wird, wird sie eingewoben in die Aktualisierung und die Situation der Kreation. Ob es nun durch Menschen geschieht, Tiere, Pflanzen oder höher bewusste Existenzen, die niemals inkarnieren, ist unerheblich. Es ist euer Zutatenrepertoire für euer Kochrezept, das ihr Leben nennt oder Existenz. Das ist eine grundlegende kosmische Gesetzmäßigkeit, dass dieses Nebeneinander her in den feinstofflichen Ebenen eine gegenseitige Erlaubnis der Koexistenz, ohne verwoben zu sein, darstellt. Das Verwobensein kann sein, muss nicht sein. Und der Mensch in seinem Bedürfnis nach greifbaren Ergebnissen stets die Manifestation wünscht, sodass es eine zwingende Zusammenschließung verschiedener Farbqualitäten geben muss in dieser Bestimmtheit und in der Bestimmung, die dann zu einer Manifestation beispielsweise von Nahrung, von Geldfluss, von Bindung, von allen möglichen Dingen, Herstellen von chemischen Substanzen, Nutzen von chemischen Substanzen kommt. Es ist ein Festhalten, ein Festschweißen, ein Leimen verschiedener Informationen, die dann für eine Weile eine Manifestation erhalten. Wie gesagt, so ist es nicht im feinstofflichen Bereich. Wenn ihr jetzt in einem, habt ihr das grundsätzlich, verehrte Seelen, verstanden? So ist es ein Erklärungsmodell der Resonanz, dass ihr einen Wunsch, ein Gefühl, einen Glaubenssatz, eine Sehnsucht, eine Abwehr nach außen bringt im feinstofflichen Bereich und so manipulativ, ohne dass dieses Wort zu bewerten wäre, es bedeutet mit der Hand eingegriffen in das koexistierende System, eine Wahl der freien Entscheidung getroffen habt, mit dem freien Willen ein Zusammenfügen dieser Essenzen hervorzubringen, um dann eine Manifestation zu kreieren. In einem langsamwelligen Kontinuum, wie es die meiste Zeit die dritte Dimension zur Verfügung stellt, habt ihr Mühe, euch Dinge zu kreieren. Ihr wünscht euch etwas, braucht es jetzt, wollt es gleich, braucht es gleich und bis es manifestiert ist und ums Eck kommt, braucht ihr es nicht mehr und wollt ihr es nicht mehr. Ihr seid auch schon andernorts und seid betrübt darüber, dass es nicht stattgefunden hat und ihr nicht in der Lage seid, euch zu manifestieren, obwohl es geschah und dann vielleicht einer anderen Person zur Verfügung steht oder im Wege steht, je nachdem, was die Situation hervorgebracht hat. Und so seid ihr ein bestellender Kundenstamm, der beständig nicht warten kann, bis der Bestellservice die Order ausgeführt hat und über den langen Postweg in eure Häuser gebracht hat. Ihr seid nicht nur zu Hause, ihr seid gar umgezogen und habt eine neue Vorstellung und habt schon ein Auto oder eine Kleiderwahl getroffen. Und so seid ihr in der Physis nicht gewahr, wie prompt die Feinstofflichkeit, der feinstoffliche Raum arbeitet und wie mühselig es immer wieder ist, diese feinstoffliche Order in die Physis zu bringen.
Denn nur wenn alle Ströme in Harmonie zueinander stehen, ist die Kreation möglich und kann dann ins Leben kommen. Je langsamer wellig eine Existenz ist, desto länger dauert es, sich zu manifestieren. Das ist ein logischer Umstand, den ihr nicht aufwendig erklärt haben braucht. Wenn ihr nun in der Situation seid, in einem höher schwingenden Kontinuum zu sein, weil sich das gesamte Schwingungsniveau erhöht, weil sich euer Körpersystem in der Schwingung erhöht, weil sich euer Nahrungsverhalten, euer Fühlverhalten und Denkverhalten ändert, weil sich die gesamte Kosmologie, in der ihr derzeit lebt, in dieser Galaxis, in diesem Raum, in diesem Umraum, die Schwingungserhöhung erlebt, ist auch der feinstoffliche Raum in der Schwingung schneller, höher schwingend und die Manifestation ist schneller möglich, sodass ihr eine schnellere Reaktion auf eure Bestellung erhaltet, der Bestellservice also aufgestockt hat in Sachen Geschwindigkeit und eine schnellere Befriedigung eurer Bedürfnisse möglich ist. Gleichzeitig hat sich die Relation dennoch nicht verändert, denn auch in eurer schnellen in eurem Schnellbestellmodus, im 24-Stunden-Service, so könnt ihr es nennen, seid ihr in der Situation, auch eure Bedürfnisse schneller zu wandeln, weil ihr schneller durch Prozesse geht, schneller erkennt und schneller eines zum anderen kommt. Es heißt also, die Mühe ist die gleiche, der Umstand ist derselbe, nur die Reaktion ist in einer sehr schnellen Weise in eurem Leben. Und wenn ihr jetzt noch daran gewöhnt seid, dass ihr doch eigentlich lange vorbauen müsst, bevor etwas geschieht, seid ihr überrascht. Ihr seid in der positiven wie in der unangenehmen Reaktionsweise der feinstofflichen Welt auf euer Leben überrascht und versteht oft nicht, wie das nun sein kann, wo ihr doch im Vergleich zu einem politischen System 25 Jahre sparen musstet, um ein bestimmtes Plastikauto zu erhalten, habt ihr nun die Möglichkeit, euch etwas zu wünschen und voilà, es steht in eurem Hof. Und so ist nun die Zeit gleich dieser zweier politischen Systeme, wo ihr auch große Anpassungsschwierigkeiten beobachten konntet, Menschen überfordert mit der Vielfalt waren, als ihr euer Land von Ost nach West verbunden habt zu einer Einheit, konntet ihr im übertragenen Sinn, und ihr wisst, wir lieben etwas pfiffige Beispiele vom gelben Strahl, dass ihr in diesem gleichen Verhältnis nun seid, wo sich Menschen, die es gewohnt waren, mühevoll sich für etwas einzusetzen, sich zu behelfen für eine lange Weile, sich zu vernetzen im gegenseitigen Helfen, bis endlich etwas Manna herabfällt, haben sie nun die Möglichkeit, in sehr schneller Weise in einer Vielfalt zu leben, die für viele Menschen eine Überforderung darstellte und nicht zu handeln war und ins Gegenteil umschlug und sogar zu Wut und zu Hass führte, wie diese Vielfalt erschlagend wirkt. Und so lebt auch ihr mit im Vergleich mit der feinstofflichen und der physischen Welt. So viel zu eurer Eingangsfrage, weshalb die Ohrfeigen so rasch kommen. Die Ohrfeige ist der Rückfluss eurer Kreationen und Wünsche. Habt ihr das, verehrte Seelen, grundsätzlich verstanden? Dies beinhaltet nun in allererster Form Die Bedeutsamkeit der Resonanz, die Bedeutsamkeit der Co-Kreation, die Bedeutsamkeit der Realisierungsmöglichkeit nur in Harmonie, das Gesetz der Yin-Yang-Aufspaltung der Antimaterie und der Wandlung in die Materie, der schwierigen Umsetzung in mancher Weile. Wie wollt ihr Liebe manifestieren? So habt ihr stets dieses Bedürfnis an uns gerichtet, doch wir sehen uns außerstande, euch ein Pfund Liebe zu schicken. Wir können euch Situationen im Leben ermöglichen und ihr seht es nicht, denn die Glaubenssätze führen dazu, den, der euch lieben könnte, als einen merkwürdigen, seltsamen Menschen zu betrachten, der beispielsweise nicht einmal in der Lage ist, sich zu wehren. Mit so einer Person will man nichts zu tun haben, das ist suspekt. Und beispielsweise ist es schwierig, menschliche Bedürfnisse, die nicht feststofflich sein können, in feinstofflicher Weise auf
physischer Ebene daherkommen zu lassen. Doch das geschieht alle Weile jeden Tag. Und es wäre für euch hilfreich, wenn ihr euch einmal in unsere Schuhe stellen würdet und euch in die Versandabteilung begeben würdet und von dort aus blicken, was ihr habt und was ihr nicht braucht und wo ihr unzufrieden seid, obwohl es in eurem Umfeld ist. Und das geschieht am ehesten durch Meditation. In der Meditation erbittet ihr den feinstofflichen Raum, sich zu zeigen. Und dort sind wir. Und dort bemühen wir uns, nach besten Kräften eure Bestelllisten abzuhaken und Kartons zu verpacken. Und dort sind wir liebevoll euch zugewandt und bemühen uns um die Manifestation. Das ist eine Besonderheit in dem Verhältnis zwischen der feinstofflichen und der feststofflichen Welt, dass es stets eine Verzögerung der Übersetzungsbemühungen braucht. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ja. Habt ihr weitere Fragen oder wünscht ihr, dass wir fortfahren? Bitte fortfahren. Wenn ihr nun die weiteren kosmischen Grundsätze betrachtet, dass ihr stets in einem polaren Universum nur leben könnt und vor allem immer nur in einem Universum einer bestimmten Farbe leben könnt, denn die Vielfalt ist ein weiteres Grundgesetz der Kosmologie, dass ihr aus der Quelle aller Existenz immer ein Universum und ein Universum und ein Universum wie aus einem Seifenblasenspender gebären sehen könnt, und jeweils eine Spektralfarbe dieses Blase eine Hauptinformation für ein Universum zur Verfügung stellt, so wie ihr in diesem gelben Universum. Gibt es viele andere Wesenheiten in anderen Farben, anderen Spektren, mit völlig anderen Lebensrealitäten, Kreationsmöglichkeiten und Erkenntnismöglichkeiten. Und so ist es die Vielfalt in der gelben Existenz, in der ihr seid, die die Leichtigkeit zur Verfügung stellt, den Humor euch zur Verfügung stellt und euch auch immer die Möglichkeit gibt, die Dinge nicht zu sehr in eine Richtung versanden zu lassen, sondern das Viele zu betrachten. Die Vielfalt der Kreationsmöglichkeiten und die Akzeptanz der Vielfalt und die Wertschätzung der Vielfalt auch in diesem Universum zu erleben. Das ist die Besonderheit an dem Gelb und die Vernetzung, die auch in Kombination mit Blau für dieses Universum zur Verfügung steht. Ihr habt eine wunderbare, harmonisch austarierte Existenz in diesem Universum, habt einen besonders harmonisch austarierten Planeten, auf dem ihr lebt und seid dort in einer Ausgewogenheit, die ihresgleichen sucht. Dennoch wisst ihr und erkennt es täglich, auch in euren Körpern, im Ein- und Ausatmen aller Momente, dass ihr in einer polaren Existenz seid, dass ihr eine Plus- Energie in euch tragt, eine Minusenergie in euch tragt, will heißen, ein ausschreitend bewegtes Dasein führen könnt oder Handlungen vollbringen könnt oder Teile von Handlungen und gleichzeitig ein aufnehmendes, annehmendes, nutzendes, dankbar entgegennehmendes Sein haben könnt oder diese Momente so empfinden könnt und gleichzeitig eine Neutralität des Gewahrseins habt, wo ihr weder das eine noch das andere tut und einfach im Jetzt sein könnt. Ihr habt die Möglichkeit der Dreiheit Aspekte, wo ihr wählen könnt, wo ihr euch aufhaltet. Ihr könnt ausatmen und ihr könnt einatmen und ihr könnt nicht atmen. Ihr könnt ohne Luft in euren Lungen zu haben die Luft anhalten und könnt sie gefüllt mit gefüllten Lungen anhalten, doch ihr müsst einmal wieder aus und wieder einatmen. Und in diesem Kontinuum der Trinität seid ihr ebenso bestimmt wie alle anderen Existenzformen aller anderen Universen, doch jeweils auf unterschiedliche Weise. In einem rosafarbenen Universum herrscht in der Normalität die Neutralität vor, der Seinszustand, und es ist große Mühe, sich in den Bewegungszustand zu bringen, und es ist gleichzeitig eine Anstrengung, etwas anzunehmen von außen, sodass der Normalzustand, der Seinszustand der Neutralität als der angenehmste und der friedvollste empfunden wird.
Die Umtriebigkeit in eurer Gesellschaft wäre einem rosafarbenen Individuum aus dieser Region der universellen Kreationen viel zu mühsam, zu hektisch, zu turbulent und zu laut. Doch ihr liebt es, denn es ist euer Milieu, so wie der Fisch das Wasser liebt und dennoch nicht weiß, was das Wasser ist. Ihr seid also in diesem Yin, Yang und Neutron möglichen Kontinuum, wo ihr immer einen Ausgleich zu erleben habt. Wenn ihr einatmet, müsst ihr ausatmen. Ihr würdet sonst, obwohl ihr eingeatmet habt, ersticken aufgrund der Stickstoffe, die in eurem Körper entstehen. Eure Lungen würden platzen, ihr würdet blau sein, ihr würdet ohnmächtig werden, denn ihr werdet nicht mehr versorgt. Auch könnt ihr nicht unendlich ausatmen. Wenn die Atemluft erschöpft ist, braucht ihr das Einatmen. Und wie ihr wisst, habt ihr zwischen diesen rhythmischen Instanzen jeweils einen Moment des Nichtatmens. Ihr atmet ein, atmet nicht, atmet aus. Eure gesamte Zwerchfellmuskulatur, eure Atmungsmuskulatur ist darauf ausgerichtet, dass die Ausdehnung der Muskelfasern niemals nahtlos ins Zusammenziehen der Muskelfasern übergehen kann. Ein Ausdehnen braucht einen Zwischenschritt, um dann zusammenziehend wirken zu können, einen Zwischenschritt, um wieder auszuholen. Und in diesem Rhythmus seid ihr automatisch nicht gefangen im negativen Sinn, sondern ihr seid nichts anderes als das. Wenn ihr also einen Schritt ausschreitet, um euch zu geben, euch zu schenken, euch auszuatmen, in die Gemeinschaft hinein, in die Welt hinaus, so braucht ihr und spürt ihr gleichzeitig, dass ihr mit diesem Ausschreiten einen Unterdruck in euch erzeugt, wo ihr etwas nach euch holt, was auf der anderen Seite im Yin-Modus ist. Wenn also ein Yin-Mensch mit einem Yang-Mensch in naher Koexistenz ist und der Yang-Mensch in eine Bewegung geht, zieht er energetisch den Yin-Mensch mit sich, so wie er, wenn er zurückgeht, ein Aufblähen des Yin-Menschen nach sich zieht. Der Yin-Mensch selbst, wenn etwas an sich nehmen möchte, so nimmt er das Yang zurück, das aus seinem Bewegungsmodus genommen wird. Und wenn es das nicht mehr möchte, haftet diese Yang-Energie an der Yin-Energie so lange, bis sich die Yang-Energie wieder aufgebläht hat, genügend Kraft besitzt, um sich davon loszueisen. Und so seid ihr in einem wabernden Kontinuum, wo sich das eine ausstülpt, das andere einstülpt und wieder umgekehrt in einer beständigen Bewegung einer Yin und Yang schenken und geben. Und das kann euch unglaublich auf die Nerven gehen und es kann euch unglaublich bereichern und in jedem Fall spürt ihr es die meiste Weile nicht. Ihr könnt euch nur erholen in einem Moment des Jetzt, in einem Moment des Seins, sodass wir euch anempfehlen, wenn ihr es gestattet, dass ihr euch dieses Modus bewusst werdet, dass ihr wisst, was ihr wählt, dass ihr wisst, wo ihr eure Ruhe finden könnt, was ihr tut, wenn ihr etwas tut und wie ihr wirkt, wenn ihr scheinbar nur etwas annehmt. Es ist also stets ein Geben und Nehmen auf unfreiwilliger Basis in einem Automatismus, der energetisch Über- und Unterdruck bedeutet. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ja. Wenn ihr also besonders umtriebig seid, so saugt ihr das ganze Umfeld ein. Und wenn ihr dann erschöpft aus dieser Bewegung zurücksinkt, so schickt ihr diese Yin-Energie wieder in die eigene Energie zurück, die dann aber aufgrund dieses Zurückwirkens etwas Neues braucht, um anzuziehen und entweder das Gleiche oder etwas anderes in den Raum holt. Seid also stets darauf bedacht, so viele Male ihr könnt, euch bewusst in der Gegenwart des Jetzt-Moments der Neutralität zu befinden, um euch und andere und das gesamte energetische System in Ruhe zu lassen.
Nun würden wir, habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ja. Wünscht ihr nun eine Aussage zu eurer gestellten Frage, ob es eine kritische Masse gibt, die für die Gesamtheit wirken kann? Ja. Noch einmal bitte? Ja. Wenn ihr diesen Modus verstanden habt, so versteht ihr, dass der Macherimpuls und der Kreationsimpuls vieler Menschen dazu führen muss, dass in einer polaren Existenznotwendigkeit eine starke Gegenbewegung notwendig ist, um die noch zu machenden Erfahrungen aufrechterhalten zu können. Wenn ihr beispielsweise Kriegsregionen betrachtet, wo in Kriegsregionen noch sehr stark die Kriegserlebnisse gelebt werden müssen, damit jede einzelne Seele die Chance und das Recht erhält, selbst zu erkennen, dass kriegerische Auseinandersetzung niemals zur Einheit, niemals zur Liebe, niemals zum Verschmelzen miteinander und niemals zur Einheit eures gesamthohen Selbstes führen kann, denn ihr habt als Menschheit ein gesamthohes Selbst, werdet in der siebten Dimension, werdet ihr also niemals in eine liebevolle Einheit zurückfinden, wenn ihr abgrenzende Gedanken habt. Und so braucht ihr Menschen, Lebenssituationen und oder ihr braucht Lebenssituationen, wo Menschen für sich noch, solange es nötig ist, die Erfahrung der Abgrenzung, der Trennung, der Ich-Bezogenheit, der Selbstüberhöhung, der kriegerischen Gedanken leben kann, bis jede einzelne Seele und die letzte Seele verstanden hat, worum es bei der kosmologischen Ausstülpung in eine Existenz hinein und Rückholung aus dieser Existenz in die Einheit wirklich geht. Wenn ihr jetzt sehr viel dorthin geheimnisst und sehr viel auf der Welt eure magischen, wunderbaren Liebesfähigkeiten verbreitet, so bedrängt ihr jene Seelen sehr stark, die immer feuriger und immer stärker diese Energie aufblähen müssen, um ihr Reich zu verteidigen. Es wäre also sinnvoll, sie dort zu belassen, in der Abgrenzung zu belassen, in der vergifteten Atmosphäre zu lassen und selbst auf sich zu blicken und sich dort aufzuhalten, wo es selbst für die Person am besten passt. Denn auch wenn ihr eine Unterscheidung zwischen einem Gut und Böse trefft und einem Besserwissertum und einem Schlechterwissertum, seid auch ihr die Täter in dieser Zeit. Ihr könnt nichts anderes tun, als liebevoll zu akzeptieren, dass alles, was ist, in der Ordnung ist und seine Berechtigung hat. Das wäre unsere Antwort auf diese Frage. Und ob es eine kritische Masse gibt, dass die Situation kippt, so können wir euch nur sagen, dass ihr vielleicht ein bisschen ja die Antwort haben könnt, denn wenn ihr eine Enklave des Krieges als Beispiel hernimmt, die in einem Umfeld von liebevollem Miteinander und von Erlaubnis, auch der Erlaubnis dieses Streitherds, miteinander umgeht, so wird diese Enklave immer nur, wenn sie auf sich selbst blickt, die kriegerische Verhaltensweise sehen können und immer, wenn sie nach außen blickt, den Frieden erkennen können. Dort auftanken können vielleicht, wieder Kraft zu sammeln, um die kriegerische Auseinandersetzung noch ein bisschen aufrechterhalten zu können. Doch letztendlich wird das Flämmchen sich selbst verbrennen und ersticken, da es keine Grundlage mehr gibt, aus der geschöpft werden kann. Wenn aber diese Enklave auf ein anderes Feuer blickt, so kann sich eine Verbindung von Feuer zu Feuer ereignen, es kann sich eine Bestätigung der eigenen Handlungsweise ereignen und ein neuer Flächenbrand kann entstehen. Insofern habt ihr wohl recht, wenn ihr von einer Art gewissen Menge der Menschheit sprecht, die das Bewusstsein ändern kann. Aber es geht nicht darum, das Bewusstsein zu ändern, sondern es geht darum, keinen Nährstoff mehr für die kriegerischen und trennenden Auseinandersetzungen zu haben, weil es nur noch schenkende Liebe gibt. Doch dazu haben auch jene Seelen, die glauben, die bessere Wahl getroffen zu haben, noch sehr viel Selbsterkenntnis zu entwickeln, dass die besser-schlechter Betrachtung in der Welt auch eine kriegerische Haltung ist. Und solange diese Haltung besteht,
blicken diese Enklaven nur auf eine kriegerische Welt. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Wir haben euch also auch die wesentliche kosmische Gesetzmäßigkeit des Ausstöbens und Einziehens mitgeteilt, die, wenn ein Universum oder eine Bewusstseinseinheit nach außen gegeben wird, um aus dem Sein der Neutralität in die Rechtzeitigkeit der Erfahrung, der Abläufe, der willkürlichen oder bewusst gewählten Aneinanderreihung von Bildabfolgen zu ganzen Kreationen von Leben oder Inkarnationszyklen oder Kreationen von Materie, sich eine Bildabfolge aneinander kreieren, ein sich erleben aus der Einheit des Seins, wo es dies nicht geben kann, in die Selbsterfahrung hinein, so zieht es immer die Energie eines ehemalig zurückkehrenden Universums in die eigene Kraft und muss, wenn ein neues Universum ausgestülpt wird, diese Bewegung mitgehen, um wieder die Erfahrung in diese Membran hineinzugeben und so weiter, sodass es ein Tanz der Energien ist, wo das eine dem anderen schenkt und dem anderen nimmt. Es ist wie das Meer, das auf den Strand mit der Welle Strandgut bringt und wenn es zurückgeht, anderes Strandgut mit sich nimmt und die nächste Welle wieder etwas bringt und etwas anderes mitnimmt und wieder etwas bringt, sodass jede Welle den Strand verändert. Doch das Bild scheint immer gleich zu sein. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ihr könnt es bis ins Kleinste fortsetzen. Wenn ihr beispielsweise die Nahrung durch Tier für euch wählt, so habt ihr in euch im Yin-Modus etwas hineingenommen, was vorab mit einem Bewusstsein eine Yang-Energie in euch hineingegeben hat. Ihr holt euch eine Ungestülptheit mit in euren Körper, die dort aufgeschlossen verarbeitet werden muss, die Informationen in euren Körper gegeben werden muss, sodass ihr aufgrund dieses so geworden Seins wieder nach außen gehen könnt, in unserem Beispiel als Idealfall als Bauer mit dem Tier umgeht, das dann wieder diese Erfahrung in euch hineingibt. Und so ist es nicht eine Acht, wie ihr oft in euren Beispielen zeigt. Es ist eine Situation, wo ein gesamtes System in ein anderes übergeht, ausdehnt und wieder zurück in diese Bewegung hineingeht. Wie wenn ihr einen Luftballon, der nur sehr schwach aufgeblasen ist, immer in das eine, in das andere hineingibt. Ist das ein Bild, das ihr versteht? Und das in wechselseitiger Weise. Habt ihr weitere Fragen? War das also eine Beschreibung der Polarität? Aus unserer Sicht, nach unserem Geschmack. Ich habe eine Frage. Wie passt das mit den kosmischen Gesetzen zusammen, dass uns millionenfach viel keiner drucken kann? Würdet ihr die Frage bitte noch einmal wiederholen? Wie das mit den kosmischen Gesetzen zusammenpasst, dass uns millionenfach viel keiner drucken kann? Ich glaube nicht, dass es von uns irgendwann ausgesendet wurde. Würdet ihr die Frage bitte erklären, was ihr damit meint? Die sogenannten Flüchtlinge, wo keine sind, warum kriegen wir so viele hin? Er meint in ein Land? Ja. Es ist ein Rückfluss von Energie, der vorher in anderer Weise stattgefunden hat.
In vergangenen Kulturepochen ist der imperialistische Expansionsausdehnung politischer Systeme, die im europäischen Raum angesiedelt sind, auf die gleiche Weise in andere, auf eine sehr harsche Weise in andere Länder eingedrungen, hat dort die eigene Kultur verbreitet und nun kommt es in vieler anderer Weise zu einem Rückfluss dieser Expansionsbemühungen. Und Expansionsbemühungen gibt es allen Orten. In allen Ländern in der Welt. Die Frage ist nicht, ob ein bestimmter Umstand eine Gerechtigkeit per se ist. Die Frage ist, ist es akzeptabel für einen Menschen, dass es nur Gerechtigkeit gibt und nur Ausgleich gibt und alles ein Reizreaktionsmuster ist und ein Einfließen und ein Rückfließen bedeutet. Und in der Tat ist es verwoben mit politischer Haltung, persönlicher Haltung und mit angstbesetzten Grundstrukturen, die dann zu bestimmten Glaubenssätzen, Meinungen und Emotionen führt. Doch global betrachtet kann die Menschheit nichts anderes tun, als zu sein, als sich nach außen zu geben und aufzunehmen. Und so ist es eine in sich energetisch kongruente Sache. Ist das eine Antwort, verehrte Seele, die ihr versteht? Ja, im Prinzip schon. Bloß die Deutschen, die haben ausgebracht, die haben nur die Völker irgendwie ausgenutzt, wie es die Briten gemacht haben, Spanien und so weiter. Deswegen. Das ist keine wahre Aussage. Oh, soweit ich die Geschichte kenne, schon. Meint ihr mit Ausbreiten unserer Kulturen das Christentum? Es ist eine Möglichkeit. Es gibt auch eine energetische Bestimmtheit, dass Wissen Macht bedeutet, dass Informationsstrukturen Macht bedeuten, dass Informationen so nach außen gegeben werden, wie es der eigenen dem Sender entspricht und dem Sender dient, dass es eine sehr expansive Verhaltensweise ist, die bedeutet, dass Produktionsgüter eines Landes beispielsweise sehr viele andere Länder in die Situation des Yin-Modus bringt, dort den Yang-Modus nicht entfalten kann, denn das Know-how wird nicht transportiert, sondern das Ergebnis dieser Bemühungen, also ein gefertigtes Produkt beispielsweise, und der Yang-Fluss nicht möglich ist. Es ist nicht so, dass ihr euch vorstellt, wenn ihr in ein Land, aus dem fliehende Menschen zu euch kommen, ihr genau in dieses Land etwas hineingegeben habt. Es ist eine Einheitsenergie auf einem Planeten, wo eine Rasse Menschheit lebt, die sich miteinander in einem ausdehnenden und einziehenden, annehmenden und hergebenden Modus befindet. Und nur weil ihr auf euren Karten, auf euren Globen und in euren Gesetzen Grenzen gezogen habt, darum schert sich Energie nicht. Habt ihr das verstanden? Ja. Ist das eine Antwort, die ihr versteht? Jo. Wenn ihr euch sorgt um eine Situation, die ihr als bedrängend empfindet, so ist es für euch eine wichtige Frage, was befürchtet ihr und wovor fürchtet ihr euch und habt ihr vielleicht selbst einmal in einer Situation gelebt, wo ihr verlustig wurdet all eurer Habe, wo ihr euch bedrängt fühltet durch ein andersgläubiges Volk oder wo ihr vielleicht selbst geflohen seid und keine Herberge gefunden habt. Wenn diese karmischen Belastungen euer Herz schwer machen und Ängste erzeugen, so ist es eine nachvollziehbare Situation, die ihr harmonisieren könnt, wenn ihr das wünscht. Doch die Menschheit an sich lebt auf einem reichen Planeten. Die Menschheit an sich teilt sich genügend Wasser, genügend Anbaufläche, genügend Raum, genügend Nahrung. Nur in den Ballungsräumen wird es eng. Doch ihr wünscht, in Ballungsräumen zu leben, so habt ihr damit umzugehen. Würdet ihr euch gleichermaßen auf diesem wunderbaren Planeten verteilen, hättet ihr Platz, hättet ihr Frieden, hättet keine Grenzen,
keine Ich-Egomanie, keine Abgrenzung zwischen einer besser und schlechter Ost-West-Politik und so weiter. Und ihr werdet als Menschen auf einer wunderschönen Plattform leben, die nichts weiter zur Verfügung stellt als Harmonie und Ausgleich. Bis ihr soweit seid, habt ihr noch ein bisschen zu tun. Und dazu gehört auch diese Erkenntnis, dass Platz für alle ist und nur durch eine künstliche Grenzziehung es ein bisschen eng wird. Wenn ihr beispielsweise einen großen Raum zur Verfügung habt, in dem 100 Menschen, Platz haben, und ihr zieht aus einem mit künstlichen Wänden verschiedene Raumteile hoch, so könnt ihr erkennen, dass die 100 Menschen nur dann Platz haben, wenn ihr beispielsweise in 4 Quadranten jeweils 25 Menschen hineinbringt. Wenn nun in einem dieser Quadranten verschiedene Menschen andere Menschen ermorden und diese 25 wollen dort weg und gehen dann zu den anderen 25, die dann bedrängt sind und auf einmal 40 Menschen sind, so sagen sie, geh doch zu den anderen und geh doch dorthin und verteilt euch doch gleichmäßig. Und in dieser Situation seid ihr. So seid ihr also in der Wahl. Wollt ihr euer Herz öffnen, diese Menschen, die dort fliehen, zu euch holen, gleichermaßen verteilen und dann, wenn nur noch dieser Kriegsherd über ist, warten, bis dort die Flamme ausgetobt hat und dann dorthin gehen und die Menschen in ihrem Leid, ihrer Trauer über das eigene Handeln aufheben, an euer Herz halten und zeigen, was geschah und zeigen, wie die Lösung ist. Ihr habt immer die Wahl, ob ihr euch übersäuert in Angst und Wut oder ob ihr miteinander einen Weg geht. Doch dieses Miteinander kann nur in jedem Einzelnen stattfinden, indem jeder Einzelne, jedes Puzzleteil dieses über 7 Milliarden großen Volkes bei sich selbst beginnt, die reine Absicht zu leben. Habt ihr, geliebte Seelen, diese Aussage von uns verstanden und fühlt ihr die Angst, die dahinter steckt, wenn ihr solche Argumente habt? Wir achten und ehren euch und wir lieben euch für diese Erfahrungen, die ihr euch gebt, denn sie bedeuten die Meisterung in der Polarität. Und es bedeutet in der Jetztzeit, dass ihr euch alles noch einmal tiefgreifend betrachtet, was ihr kreiert habt durch Unachtsamkeit, durch Angst und durch die Vorstellung, nicht genährt zu sein in der Physis. Ihr könnt euch noch einmal den Hunger betrachten, die Reduktion. Ihr könnt euch betrachten, wie Menschen nicht fähig sind zu asketischem Leben und andere Menschen dabei beobachten, wie sie im Zwang diese Askese auferlegt bekommen haben durch das Land, in dem sie leben. Ihr könnt euch den Überfluss betrachten. Ihr könnt euch betrachten, wie manche Menschen, die wenig bewusst sind, in politisch hochbrisanten Positionen ganze Völker regieren. Und ihr könnt beobachten, wie hochbewusste Menschen gar keinen Einfluss haben. Und so könnt ihr sehen, wie die Welt ist. Es ist eure Kreation und nicht die Kreation eines Landes. Es ist eure Kreation über die Zeiten der Inkarnationen hinweg. Und es ist stets alles im Harmoniefluss und in der Ordnung. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt, einmal in der Rückflussenergie zu sein. Es sind kosmische Gesetze und danach habt ihr uns gefragt. Habt ihr weitere Fragen? Gibt es noch andere Phänomene außer der Resonanz und der Polarität, die man kosmische Gesetze nennen kann? Ihr seid in der Dreiheit dieser Existenzen, die alles formt. Ihr könnt nicht mehr sein als diese Dreiheit des Yin, des Yang und der Neutralität, aus der alles heraus geschieht und auch die Resonanz zu erklären ist. Ihr seid immer im Ausgleich und seid immer in der Situation, erkennen zu müssen, wenn euch das eine entgegenkommt, dass ihr das andere vorab dorthin gegeben habt
Ob ihr es als Individuum oder als Kollektiv getan habt, ist einerlei. Je mehr ihr euch, und das ist ein wichtiger Umstand, den ihr hören solltet, je mehr ihr euch als Kollektiv begreift, desto mehr fühlt ihr euch kollektiv bedrängt. Wenn ihr euch als Individualseele versteht, die die Chance zur Meisterung der eigenen Thematiken besitzt, desto weniger fühlt ihr euch tangiert von der Vielfalt des Chaos um euch herum. Habt ihr diese Grundsatzmäßigkeit verstanden? Ja. Wir wollen euch nicht zur Egomanie aufrufen, wir wollen euch zur Zentrierung aufrufen. Und je mehr Menschen zentriert sind miteinander, desto besser halten sie es aus, zusammen in ihrer Jetztpräsenz. Und desto freudvoller ist die Bewegung, die dann miteinander geschieht. Denn diese Menschen wissen, wie sie wieder sich und andere in Ruhe lassen können. Eine weitere Gesetzmäßigkeiten sind in dieser Aufspaltung der Einheit aus dem Seinszustand die Kreationsmöglichkeiten, die ihr in Form von kosmischen Körpern kennt, die bestimmte Wellenlängen hervorbringen, Farbstrahlen hervorbringen, bestimmte Formen hervorbringen, die dann in Kombination der Wellen, Farbstrahlen, beispielsweise Töne erzeugen und der Formfrequenzen auch bestimmte zwingende Umstände erschaffen, die nicht aus sich heraus können. Eine quadratische Energie beispielsweise des Quaders, des Würfels, mit einer beispielsweise braunstrahligen Energie, hat nicht die Wahl, bewegt zu sein, feurig zu sein, Esprit zu haben. Es ist ein Ankerplatz, ein Platz, der konserviert, auch konservative Kräfte hält, der für das Erschaffen und Bewahren von Dingen nötig ist und dafür steht und keinesfalls eine trennende Energie besitzt. Wohingegen beispielsweise eine dreieckige Struktur oder eine Wasserstruktur sehr starke Auflösungs-, Harmonisierungs- oder Synthetisierungseffekte hervorbringen kann, die dieser quadratischen Struktur zu Leibe rücken könnten. Und so ist es eine Vielfalt, die euch zur Verfügung steht, wo ihr eine Vielfalt von Rezeptzutaten habt und immer wieder mit immer den gleichen Rezeptzutaten der Farbstrahlen, der kosmischen Körper, der Wellenlängen, die auch als Töne umsetzbar sind, beispielsweise als Gefühle oder Gedanken, und auch in der Materie verschiedene Seinszustände hervorbringen, immer wieder eine Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten nach dem stochastischen System vorfindet. Habt ihr das verstanden? Und ihr könnt nicht wahllos in eurem freien Willen stochastische Kombinationsmöglichkeiten hervorbringen. Denn wenn ihr als kleines Dreieck euch beispielsweise vorstellt, diesen großen Quader zerschneide ich jetzt, so ist es nicht möglich, denn ein harmonisches Kräfteverhältnis besteht nicht. Doch die Überhitzung des Willens und der Wut, die daraus entsteht, kann dazu führen, immer mehr Dreieckstruktur anzusammeln, bis die Kraft gleich groß ist und dann habt ihr sehr wohl ein gleiches Kräfteverhältnis. Das geschieht im Übrigen in diesen polaren politischen Situationen, die ihr soeben beschrieben habt. Viele kleine Dreiecke tun sich zusammen zu einem großen Dreieck und wollen ein Quadrat spalten. Und das Quadrat muss sich bemühen, noch mehr Quadrate aufzubauen, damit die Stabilität erhalten bleibt. Das ist etwas, was ihr auch beispielsweise Wettrüsten nennt. Besteht die Gefahr fürs, ich sage jetzt mal, fürs deutsche Volk, dass wir jetzt in den nächsten Monaten vielleicht in eine Kriegssituation kommen könnten? Ihr seid in einer Kriegssituation. Die ganze Welt bekämpft sich. Die ganze Welt
ist in Aufruhr. Jeder möchte das Beste erstreben für die eigene Betrachtung. Alle Menschen auf der Welt, nicht nur das Volk, dem ihr euch zugehörig fühlt, alle Menschen auf der Welt haben die Bestrebung, in ihrem Sinn die ideale Situation zu erschaffen. Nur dass alle aufgrund dieser Kombinationsvielfalt eine andere Vorstellung von idealem Ausgang haben und einer idealen Welt. Das ist der Krieg, der überall tobt. Und auch in dem Land, das ihr das deutsche Land nennt, seid ihr in kriegerischer Auseinandersetzung mit vielen Kräften. Wenn ihr meint, ob ihr einer Atombombe zum Opfer fallt oder den Panzern, die durch eure Straßen rollen, so können wir euch in der Tat keine Orakelfrage in dieser Weise beantworten, denn das obliegt dem freien Willen einiger sehr verhaltensorigineller Menschen auf der Welt. Es ist im Bereich des Möglichen und wir sind nicht in der Lage, in einer derart fragilen Weltsituation, in der ihr euch aufgrund der hohen Schwingung, der Schnelligkeit, der Vielfalt der Reaktionen, die wir eingangs so blumig beschrieben haben, ist es aus unserer Warte jetzt nicht möglich, euch eine verlässliche Antwort auf diese Frage zu geben. Wir können euch aber eine Antwort geben, die in jedem Fall verlässlich ist. Wenn ihr bei euch bleibt, wenn ihr euch in der zentrierten Mitte befindet, so können euch die Bomben um die Ohren fliegen und euch wird nichts geschehen. Wenn ihr euch kollektiv individualisiert, kollektiv ein gemeinsames Ich-Verständnis entwickelt, das ein Ihr und Wir entwickelt, dann werdet ihr involviert sein in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Wenn euer kollektives Verständnis aber heißt, ich verbinde mich mit allen Menschen, die den Frieden wünschen, auf eine achtsame, faire und wirklich friedfertige Weise, so habt ihr eine Subkultur geschaffen, die eine Sicherheitsblase erschafft, wo ihr zufällig nicht anwesend seid, wenn Bomben fliegen, wo ihr zufällig im Urlaub seid, wenn irgendwo etwas geschieht, oder wo ihr zufällig ein Helfer seid für einen Menschen, der betroffen ist. Und ihr habt dann immer ein freies Kollektiv gewählt. Wenn ihr euch als eine deutsche Nation begreift, die angegriffen wird von einer anderen Nation, die sich als diese Nation begreift, so seid ihr in dieser Ich-Blase und werdet angegriffen. Das ist eine Resonanzfrage. Habt ihr das verstanden? Ja. Versteht euch als Mensch, als friedfertiges Wesen auf einem wunderbaren Planeten, der überhaupt kein Interesse daran hat, sich zerstören zu lassen, und das wird auch nicht geschehen. Ihr seid zu gering in eurer Auswirkekraft, um das zu vollbringen. Mhm. Ich will nur eine Frage stellen. Ja, sicher. Es heißt ja, in dem morphogenetischen Feld, das die Erde umgibt, war ja die ganzen von diesen Jahrhunderten und Jahrmillionen die Angst gespeichert, dass das durch die Erzengelkräfte eigentlich schon aufgelöst ist. Ich hätte jetzt bitte gerne eine Frage, eine Antwort. Wir würden euch eine Antwort aus unserer Sicht auf diese, auf dieses Postulat geben, wenn ihr es erlaubt. Ihr seid in einem Kontinuum, das eine Membran umschließt, und diese Membran ist in der Tat Informationshalter für alle Erfahrungen der Erde, der Kulturgeschichten der Menschen und darüber hinaus vor langer Zeit davor, zu Beginn des ersten Fünkchens dieser Existenz des Planeten Erde. Ihr habt gleichzeitig über eure Chakren die Verbindung zu allen anderen kosmischen Existenzen weit über das eigene Universum hinaus und könnt alles empfangen, was ihr wünscht, und empfangt auch alles, ohne dass es euch bewusst ist, und gebt auch alles, auch das, was innerhalb der Menschheitsgeschichte geschah, auf die Magnetgitter der Erde weiter, die sich um und durch den Planeten ziehen. Es gibt Kommunikationsstrukturen in der Planetar über dieses Gebilde, das ihr die Blume des Lebens nennt, über die Sonnen, die als Fixsterne fungieren, über alle kosmischen Räume hinweg, wissen alle Sonnensysteme, was in anderen Sonnensystemen geschieht.
höher schwingende Energien und Existenzen haben einen Einfluss insofern, als dass höher schwingende Energien nun eine bessere Resonanz erzeugen können mit einem höher schwingenden System des Planeten, sodass ein höher schwingendes Feld in der Vergangenheit mit einem niedrig schwingenden Feld keine Synthese herstellen konnte. Jetzt in einem höher schwingenden Rahmen kann das immer höher schwingende Feld zu einer Synthese finden, gleichsam wie es zwei Quecksilbertröpfchen tun. Wenn ihr das als Engelsenergie bezeichnet, eine höher schwingende Farbenergie, die sich jetzt mit dem höher schwingenden System in eine Synthese begibt und dann Harmonisierung vollbringt, so ist es eine wahre Aussage. Und dort fällt es euch leichter, wenn ihr euch auf die Höherschwingung der friedlichen und integrativen Kräfte ausrichtet, euch sehr schnell dorthin zu bewegen, ebenso wie es euch sehr leicht fällt, wenn ihr in der Wut seid, wenn ihr im Opferglauben seid, wenn ihr abgrenzende Gedanken habt, wütende Gedanken oder vernichtende Gedanken. Auch dort ist durch die Schwingungserhöhung eine sehr steile Kurve nach oben zu beobachten, die sehr schnell, sehr schroff, sehr scharf die Reaktionen ins Leben bringt, euch energetisch schwächt, eure Körper kränkt, auch krank macht und ihr über diese Übersäuerung zu immer mehr kriegerischer Umtriebigkeit bereit seid und immer stärker die Kränkungen fühlt. Ihr könnt also in dieser Zeit beobachten, wie sich alle Kräfte, alle Ausrichtungen entfesseln aufgrund der Schwingungserhöhung. Und es wird euch nicht genommen, dass ihr diesen Bewusstseinsprozess selbst geht. Es ist keine Erlaubnis, keiner einzigen Existenz, interuniversell die Bewusstwerdung irgendeines Individuums selbst in die Hand zu nehmen. Es ist ein wichtiger Grundsatz, den ihr versteht. Alle Existenzen haben das Recht, die Freiheit und auch die Aufgabe, alle Erfahrungen der Getrenntheit und der Wiedervereinigung selbst zu erfahren, zu steuern, in die Wege zu leiten und zu bewältigen. Es ist keiner einzigen Bewusstseinseinheit erlaubt, in dieses System einzugreifen. Es sei denn, das Individuum beispielsweise bittet um diese Unterstützung. Doch das kann erst dann geschehen, wenn ein Bewusstsein darüber entstanden ist, was sich ändern soll. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Jo. Muss jetzt das praktisch tolerieren, dass unsere Sozialsysteme ausgeschlachtet werden, da ich überhaupt in meine Zentrierung komme? Das müsst ihr nicht. Ja, dann kommen wir nicht in meine Zentrierung. Das ist eine Erkenntnis, zu der wir euch beglückwünschen. Okay, das hat sich nicht mehr. Wenn ich das mit den Dreieckchen aufgreifen darf, dann gibt es für uns die Möglichkeit, Gedanken, wir möchten in den Frieden kommen und wir möchten etwas ändern von dieser Gewaltbereitschaft, die herrscht, dann können wir uns nur gedanklich verbinden und so viele als möglich Dreieckchen zu werden, um das zum Positiven zu wenden. Es ist viel einfacher. Ihr braucht keine X-Gleichung mit 5 Unbekannten. Es ist viel einfacher. Ihr tut die Aussage, wenn wir in den Frieden kommen wollen oder wenn ich in den Frieden kommen will, so fragen wir euch, was ist der Unfriede in euch? Wenn der Unfriede in euch ist, dass ihr wünscht, dass es andere anders machen, so seid ihr so lange im Unfrieden, solange ihr das nicht akzeptiert. Tut für euch das, was sich für euch friedlich anfühlt und ihr seid im Frieden. Habt ihr das verstanden? Es ist eine Unbekannte. Es ist eine Gleichung mit einer Unbekannten. Und dieses X heißt ich und meine Bewertung. Also wenn das Ich in sich selbst ruhend ist und positiv ist und gegenüber seinen Mitmenschen zu sehr eingreift, was passiert denn dann? Würdet ihr die Frage bitte noch einmal an uns richten? Wenn das eigene Ich in sich selbst ruhend ist und diese
Energie nach außen bringt, zur anderen hinträgt, bewusst macht, was passiert denn dann? Es ist ein Paradoxon, das ihr ausdrückt. Wenn ihr in einem Jetzt-Zustand seid, so könnt ihr nirgendwo etwas hintragen. In dem Moment, wo ihr etwas wohin tragt, seid ihr nicht mehr in einem ruhenden Jetzt-Zustand. Ja. Ihr könnt, wenn ihr sehr gerne als leuchtendes Beispiel in die Geschichte eingehen wollt, nur ein Vorbild sein, in dem ihr im Jetzt bleibt. Habt ihr das verstanden? Ja. Kann ich der Welt jetzt in der Schwingungserhöhung dienen, indem ich das Schöpferwort Ich Bin anwende, mich mit meiner Gottgegenwart verbinde und dann Frieden aussende und die geistige Welt der geistigen Welt zur Verfügung stelle, dass sie es einbaut oder hinlenkt, wo es gebraucht wird, wo es aus kosmischer Sicht richtig ist. Bei aller Wertschätzung und aller Ehrerbietung, die wir euch als Seelen gegenüberbringen, es ist nicht notwendig für unsere Ebene von menschlicher Bewusstheit eine Ich-Bin-Präsenz zu erhalten, damit wir unsere Arbeit tun können. Wir wollen euch nicht kränken. Es ist eine Sicht der Dinge, dass der Mensch gern ein Retter wäre. Der Mensch möchte erretten, was er selbst erschaffen hat. Rettet euch selbst. Seid mit euch im Frieden. Seid bei euch. Wir haben oftmals das Bild geprägt, wenn 7 Milliarden Puzzleteile an ihrer richtigen Stelle sitzen, so habt ihr ein wunderbares Bild. Jeder ist an seinem Platz, ist sich seiner selbst gewahr, seiner selbst bewusst, kennt seine Aufgabe, seinen Platz und dort, wo ihr nicht hingehört. Und wenn ihr als Puzzleteil euren Raum eingenommen habt, friedlich, und andere Menschen beobachten, wie gut es euch mit euch selbst geht, haben sie die Möglichkeit, es dann nachzutun, wenn es passt, in dieser Zeit, in diesem Leben, in dieser Situation, in diesem Land, mit diesen Bedingungen. Wenn nicht, ist es an keines Wesensstelle einzugreifen in diese Situation. Habt ihr das verstanden? Ja. Der Mensch möchte retten, da er dem anderen Menschen sagen möchte, höre auf, dich so zu verhalten, wie ich es nicht ertrage. Ertragt euch selbst, lernt euch selbst zu ertragen, dann ertragt ihr die Welt. Das geht also nicht um eine Gemeinschaft, sondern es geht immer um das eigene innere geistige Mitte zu halten. Es geht darum, dass sich die Gemeinschaft der geistig Mittigen mehrt. Das war jetzt eine sehr schwere Begriff. Wir wünschen uns sehr, dass alle unsere Aussagen für alle begreifbar sind und fordern euch tatsächlich auf, nachzufragen, wenn ihr uns nicht folgen könnt. Denn es ist unsere Freude, euch zu dienen. Ist die geistige Mitte eine Helligkeit, die man durchaus in Energie, die so stark ist, positiv noch einmal aufzuladen? Es ist eine Frage, die wir nicht verstehen. Würdet ihr die Frage bitte anders formulieren? Dass hohe positive Energien in die göttlichen Phasen der Strukturen sich weiter vermehren können. Wir verstehen das Bild nicht. Wir verstehen nicht positive Energie. Meint ihr damit die ausgerichtete Yang-Energie der Plusteilchen? Wenn ihr zu viele von diesen Plusteilchen erzeugen könntet, was ihr nicht könnt, was würden dann die vielen übrigen Plusteilchen ohne Minusteilchen tun? Die Welt würde auseinanderfallen. Eine positive Energie kann demnach nur aus eurem Bewertungssystem für ein richtig und falsch und gut und böse entstanden sein. Und das ist eine Existenz, die es aus der Metaebene nicht gibt. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden? Ja.
Ihr beschleunigt den gesamten Prozess der Friedensbewegung, indem ihr schleunigst selbst in euren inneren Frieden der Herzzentrierung kommt. Wenn alle Menschen dies tun würden, jetzt wäre sofort Friede. Stellt euch diese Idee vor. Doch solange ihr nicht im Frieden sein könnt, weil ihr beim anderen Frieden schaffen wollt und hier Frieden schaffen wollt und ganz unfriedlich seid, weil ihr diesen Frieden nicht herstellen könnt, so seht ihr das Bild. Ihr überhitzt euch in Frustration, Unfrieden und Erschöpfung. Aber die anderen wollen ja nicht. Was ist dagegen einzuwenden? Kann man das so zusammenfassen, dass man sagt, wenn jeder vor der eigenen Türe kehrt, dann ist es überall sauber? Ja, ein handwerkspraktisches Beispiel. Wir würden fast zu weit gehen, zu sagen, wenn sich jeder einen Stuhl vor die Türe stellen würde und dabei zusehen würde, wie der Wind die Kehrarbeit übernimmt, so würdet ihr wirklich in eurer göttlichen Mitte sein. Und der Wind kommt zurück mit dem Dreck, wie ihr wisst. Habt ihr weitere Fragen? Das Einzige, was ihr braucht, ist, euch und euer Leben zu lieben und anzunehmen und zu erlauben, dass andere Menschen es anders tun. Es ist sehr einfach. Mitte bin? Indem ihr euch diese Frage nicht mehr stellt. Außer Meditation? Wenn ihr auf der Suche nach euch selbst seid, so seid ihr besser beraten, immer mehr wegzugeben, als immer mehr im Außen nach einer Lösung zu suchen, eine Handhabe zu haben, um etwas zu tun, wieder etwas zu machen, noch etwas aufzunehmen, eine Substanz zu brauchen, wieder einen Menschen. Gebt weg, was nicht zu euch gehört, und ihr kommt automatisch bei eurer Essenz an. Beginnt euch in Ruhe zu lassen. Das ist der liebevollste Rat, den wir euch geben können. Und ihr liebt die gelbstrahligen Beispiele, und so können wir euch mitteilen, dass ihr euch eine Jacke überzieht zum Schutz, und dann ist es sehr warm. Und ihr überlegt euch, wie kann ich jetzt diese Hitze überwinden? Und ihr zieht euch über diese Jacke einen Bikini über, denn das ist ein kühles Kleidungsstück. Und ihr schwitzt immer mehr, und überdies wird es eng. Und ihr braucht dann eine weite Jacke, damit ihr die Enge nicht spürt. Und dann setzt ihr noch einen Hut auf, weil man euer Gesicht kaum mehr sieht. Und so überladet ihr euch im übertragenen Sinn mit vielen Dingen, die ihr nicht braucht. Wenn euch kalt ist und ihr habt keine Jacke, so beginnt zu laufen. Es ist ein Bild, das wir euch geben wollen, um zu verstehen, dass ihr, wenn ihr ganz bei euch selbst, eurem Potenzial, all euren eigenen Erschaffungskräften angekommen seid, werdet ihr euch immer mit euch im Klaren, im Reinen und in der Meisterschaft fühlen. Ihr habt die Möglichkeit. Ein Mensch, der Holz hackt, um eine warme Wohnung zu haben, wird niemals dieses Holz verschüren. Es ist ihm so sehr warm geworden, dass er die Jacke von sich gibt und das Holz nicht braucht. Habt ihr das verstanden? Dieses Bild. Ihr habt das ganze Potenzial, um in eure, wie ihr es nennt, göttliche Kraft, Engelsgestalt zurückzufinden, wenn ihr alles weggibt, was nicht zu euch gehört.
Und wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, dann wissen wir, dass ihr uns verstanden habt. Dann gehen wir jetzt laufen und Holz hacken. Doch jenseits der Naturschützer, weit ab der Naturschützer. Es ist ein Hinweis, um zu erkennen, in welchem Flechtwerk ihr lebt. Zu diesem Hergeben, was nicht zu uns gehört, da gehören ja auch die ganzen Erziehungsdinge, die Glaubenssätze, die wir uns erschaffen haben. Alle Begrenzungen in unserem Bewusstsein gehören dazu, hergeben, dann sind wir in unserer Essenz. Das ist eine wahre Aussage. Auch karmische Beeinträchtigungen, die ihr noch immer mit euch tragt. Auch politische Situationen, die unkritisiert übernommen werden, weil das Staatssystem ist, wie es ist. Die Aufforderung zur Befreiung lauert in allen Ecken. Habt ihr weitere Fragen? Ja, ich hätte schon eine Frage. Also etwas loszulassen, also ein Kleidungsstück oder irgendwas Materielles, ist für uns leichter. Ja, umzusetzen, als zu sagen, ich lasse irgendwelche karmischen Einflüsse, Glaubenssätze, Erziehungsmaßnahmen, in welcher Art und Weise auch immer, die kann man, also zumindest nach meiner Erfahrung, nicht einfach so pauschal irgendwie loslassen. Gibt es da irgendwelche Tipps von eurer Seite, wie man das ohne alles nochmal irgendwie durchleben zu müssen oder durchs Gegenteil oder in irgendein Extrem auszuagieren, irgendwie harmonisieren kann, wie ihr das so schön sagt? Die Aussage ist nicht ganz nach unserem Geschmack korrekt, denn es kommt darauf an, wie viele Ersatzjacken ihr habt. Wenn ihr nur eine Jacke von euch gebt, so ist es sicher einfach. Wenn es die letzte ist und ihr nie mehr wieder eine andere Jacke erhalten könnt, werdet ihr sehr wohl sehr lange überlegen müssen, ob ihr diesen Schritt geht, und wahrscheinlich werdet ihr es nicht tun. Wenn ihr ein Muster ablegen wollt und habt noch keine Alternative dafür, so seid ihr nackt in eurem Emotional- und Mentalfeld und fühlt euch ausgeliefert und habt keine Idee, wie ihr stattdessen weitermachen könnt. Also braucht ihr ein höheres Bewusstsein, um diese Situation zu lösen, als ihr es hattet, als dieses Problem mitgetragen wurde. Also bedeutet es Bewusstwerdung und eine Weiterentwicklung. Und in diesem Zuge werdet ihr erkennen, wenn ihr oft genug und lange genug hingeschaut habt, welche Muster ihr immer und immer wieder bedient habt, dass ihr eine gewisse Einschränkung als Bewusstseinseinheit in der dritten Dimension sehr wohl habt. Ihr seid eine ausgestülpte Energie eines Farbstrahls. Ihr habt dann die Kombination eines anderen Farbstrahls über einige Inkarnationen. Ihr seid mit Menschen wieder inkarniert, die mit euch zusammen karmische Erfahrungen austarieren wollen, ihre eigenen Erfahrungen an euch, auf euch projizieren. Ihr seid nicht frei bezogen auf die hohe Selbstebene, wo es Strukturvorgaben gibt und wo ihr gleichzeitig gemeinsam mit allen anderen Seelenaspekten dieses hohen Selbstes nur gemeinsam euch weiterentwickeln könnt. Ihr könnt nach vorne preschen und eine andere Seele ist beispielsweise sehr viel langsamer oder verunfallt und muss noch einmal in eine Umrundung in einem Leben aufholen, sodass ihr gebremst werdet und so weiter. Ihr seid in einer Vielfalt von Verflechtung
und habt nicht die freie Wahl, euch zu entstricken. Und wenn ihr all dies betrachtet und gesehen habt, werdet ihr erkennen, dass ihr aufgrund der Aufspaltungssituation und der Vorbereitungsräume in die Inkarnation hinein auf bestimmte Rollen festgelegt seid. Ihr seid vielleicht ein eher rechtsseitiges oder eher linksseitig abgespaltenes Wesen, seid vielleicht mit bestimmten Aufgaben der Direktion anderer Seelen betraut oder seid vielleicht das ewige Medium oder der immerwährende Lehrer, sodass ihr aus der Rolle niemals kommt, solange ihr in diesem Inkarnationszyklus seid und sehr wahrscheinlich auch auf anderen Planeten einen Echohall dieses So-Seins mit euch tragt. Und es hilft euch am besten, wenn ihr das erkannte Muster annehmt, euch als euer Potenzial und eure Fähigkeit vergegenwärtigt und für euch und die anderen das Friedlichste, Gewinnendste und Beste daraus macht. Habt ihr das verstanden? Mhm. Ist das die Antwort auf diese Frage? Ja. Also kommen wir wieder bei unserem wohlgemeinten Rat an. Nehmt es an, was in euch ist, seid in eurer Mitte, liebt euch und versucht gut mit euch umzugehen. Gebt den Aufregungen nicht zu viel Aufmerksamkeit und versucht mit euch selbst im Frieden zu sein. Dann seid ihr Vorbild für alle, ohne aufdringlich zu sein, ohne lästig den Frieden zu missionieren und seid stets bei euch. Und ihr könnt ein Vorbild sein und ihr könnt auch weitergeschickt werden, weil andere Menschen diesen Anblick nicht ertragen. Es ist legitim. Welches Leid ihr aufbaut, wenn ihr Menschen, die noch nicht fertig sind mit ihrer Erkenntnis der kriegerischen Auseinandersetzung, immer und immer und immer zeigt, was sie noch nicht erschaffen können, weil es nicht an der Zeit ist. Es ist eine größere Täterschaft, als wenn sich zwei Menschen, die den Krieg noch lieben und brauchen und erkennen müssen, miteinander diese Aufgabe geben. Versteht ihr diesen Umstand? Ja. Habt ihr weitere Fragen? Der lange Krieger war, in vielen Leben den Krieger gelebt hat, erst eine andere Rolle braucht, etwas Neues in seinem Leben braucht, um diese Kriegerrolle abzulegen? Es wird irgendwann der Moment kommen, wo das Leid für diese Handlung den Menschen überrollt, wo die Erkenntnis der Tat übermächtig wird und eine große Selbstverleugnung, eine große Selbstbezichtigung, das Gefühl des Ehrverlustes, das Gefühl vor Gott, das Bestehen, die Berechtigung zu bestehen, verloren zu haben. Und es ist der Moment größten Leides für diese Seele. Und dort gibt es keinen Trost. Es ist eine trostlose Situation, die keine andere Seele mit dieser Seele bewältigen kann, nicht einmal ein Gleichgesinnter oder Gleicherfahrener. Die Erkenntnis ist so fundamental, so vehement und so übermächtig, dass es viele Leben braucht, bis sich eine Seele selbst wieder annehmen kann, die Selbstbestrafung beenden kann, die im Außen durch andere Instanzen auf diese Person wirken, immer wieder bestraft wird, immer wieder in ungerechte Situationen kommt und dennoch immer wieder sich wehrlos fühlt, weil diese Situation austariert werden möchte, obwohl aus kosmisch betrachteter Sicht überhaupt kein Ausgleich nötig wäre. Der Ausgleich findet mit dem Moment der Kenntnis statt. Doch die Erkenntnis ist in so einer wuchtigen Weise für ein menschliches System verletzend,
dass es viele Leben braucht, das ausgeglichen zu haben. Ist das die Antwort auf eure Frage? Ja. Selbst die Liebe, die an diese Person herangetragen wird, besonders die Liebe, die herangetragen wird, ist unerträglich. Fühlt ihr diese Situation dieses bedauernswerten Geschöpfes? Es ist wie das Erwachen nach einem Tobsuchtsanfall, nach einem Trostzustand, der den Menschen nicht bei Sinnen und nicht bei Herzen sein lässt. Und dann lässt die Droge nach und ein Erwachen kommt und er steht in einem verwüsteten Raum, umgeben von Blut und Leichen und versteht nicht, dass das die eigene Kreation gewesen ist. Es ist entsetzlich. Für ein menschliches System ist es entsetzlich. Es ist ja so, dass er jede Seele, die inkarniert hat, einen Seelenplan zu erfüllen hat. Ist es jetzt aus von der kosmischen Sicht aus, kann dieser Seelenplan beschleunigt werden in der Erfüllung? Es gibt Vakanzen, das ist wahr. Es gibt Eckdaten, die erfüllt werden müssen, beispielsweise das Zusammentreffen verschiedener Seelen, die durch Geburt in eine Inkarnation überhaupt erst das Zusammentreffen ermöglichen, sodass das ein Zeitfaktor, ein Umstandsfaktor ist, der zum Beispiel den freien Willen einer Abtreibung entgegenstehen kann und so dann die Erfüllung einer Auflösung nicht gegeben sein kann, nicht mit dieser Seele, nicht in dieser Weise. So gibt es Vakanzen und wenn alles glatt läuft, so könnt ihr es nennen, so seid ihr just in time, um ins nächste Leben zu springen. Beispielsweise, oder etwas Wunderbares zu entdecken, oder einfach ein glücklicher Mensch zu sein. Ihr habt gesagt, menschliches System. Gibt es auf der Erde auch noch Individuen, die dem nicht entsprechen? Bäume, Tiere. Etwas wie ein Mensch, aber dann trotzdem aussieht? Mit Armen und Beinen und Gesicht? Was meint ihr genau? Also Menschen, die in diesem Drehpunkt, in diesem Umkehrungspunkt nicht hinkommen, zum Krieger wegzugehen? Das sind Seelen, die irgendwann einmal desinkarnieren werden, wenn es zu langweilig geworden ist in einem derart friedlichen Teil des Universums. Wenn sich tatsächlich die Schwingungsebene, die ihr anstrebt, in friedlicher Weise erlöst hat, so werden Seelen desinkarnieren auf andere Planeten, wo sie weiter ihre Aufgabe der Polarisierung erfüllen können. Und wir sind froh über sie. Ihr werdet, keine Sorge, neue polare Strukturen entwickeln in eurer künftigen friedlichen Welt. Neue polare Strukturen? Neue Ideen zu polaren Strukturen entwickeln. Es gibt keine non-polare Kreation außerhalb des Seinszustandes. Wie viele Planeten in diesem Universum gibt es, wo die Polarität gelebt wird? Jedes Universum ist eine polare Instanz, denn sie ist aus der Einheit in die Erfahrung ausgestülpt.
Oder ist das nicht die Antwort auf eure Frage? Und wissen wie viel? Wie viele Universen? Wie viele Planeten, wo die Polarität gelebt wird? Alle Planeten. Alle Planeten. Alle Monde, alle Sonnen, alles und alle Nicht-Kreationen der feinstofflichen Welt unterliegen der polaren Struktur in einem bestimmten Schwingungsniveau. Selbstverständlich könnt ihr auf das Ganze blicken, das in sich kongruent und harmonisch nonpolar ist. Doch sobald ihr in Es hineinzoomt, seid ihr in dieser Existenz polar. Schon der Umstand, dass jedes Universum einem bestimmten Farbstrahl angehört, bedeutet eine Trennung und eine Polarisierung und eine Festschreibung. Habt ihr das verstanden? Ihr habt es nicht verstanden. Möglicherweise sitzt ihr dem Glaubenssatz auf, dass es irgendwo im Universum einen Planeten gibt, wo es keine Polarität gibt. Ist das korrekt? Ich meine eher, wo auch dreidimensionale Wesenheiten leben. Eine Anzahl? Das können wir euch nicht nennen. Nicht auf die Schnelle. Ihr wünscht von uns eine Zahl? So ungefähr. Es ist eine so sehr lange Zahl, dass wir das Medium bemühen müssen, jede einzelne Stelle zu nennen, denn es ist eine so lange Zahl, dass das Medium dafür keinen Namen kennt. Okay. Das reicht. So früh wie Sterne am Himmel. Wünscht ihr die Abfolge dieser Zahlenreihe? Nein. Es ist uns möglich. So genau, wenn wir es nicht Es ist eine Zahl mit 176 Stellen. Die eine Existenzform in dreidimensionaler Weise ähnlich eure Systeme aufzeigt. Und es gibt auf allen Planeten Existenzformen, dreidimensionale Existenzformen, die ihr vergleichbar mit Viren, Bakterien oder tellurischen Existenzen beobachten könntet. Und es gibt auf allen Planeten Existenzformen und in der ähnlichen Struktur ist es eine derart große Zahl. Wünscht ihr die Zahlenreihe zu hören? Jetzt hast du so beantwortet. Das heißt, dass unser Lebensraum Erde im Aufstieg ist durch die Schwingungserhöhung. Und dass die Menschenseele sozusagen als Gesamtmenschengruppe oder Welle diesen Aufstiegsprozess mitmacht. Und die Menschen, die jetzt noch nicht bereit dazu sind, wie kann ich mir das vorstellen, wie das dann stattfindet, dass ein Teil dann verkörpert ist oder ein Teil energetisch auf diesem aufgestiegenen Planeten ist und der andere Teil erst wieder inkarnieren wird, oder wie geht das? Wie könnt ihr da etwas zu sagen? Es gibt keine einzige Nano-Existenz auf eurem Planeten, die nicht diesen Aufstieg, wie ihr es nennt, die nicht diese Schwingungserhöhung mit gestalten oder mit tun würde. Die Frage ist nicht, tut sie es, die Frage ist, wie tut sie es? Und wie lange wird sie es tun? Und wann ist der Punkt erreicht zu desinkarnieren? Und warum wird das geschehen? Habt ihr das verstanden? Ja. Und das Wie hättet ihr gerne gestaltet? Ihr habt eine Vorstellung der Existenz eures Planeten aus einer Jetzt-Perspektive heraus. Wenn ihr euch vergegenwärtigt, dass ihr in einiger Zeit
ein verinselter Planet, einen verinselten Planeten bewohnen werdet, der mit einer großen, mit sehr viel mehr Wasserfläche und weniger Landfläche umzugehen hat, so werdet ihr völlig neue Bewältigungsstrategien, Meinungen, Haltungen, Bedürfnisse entwickeln, die ihr euch heute noch gar nicht ausmalt. Also warum in die Ferne denken, wenn die Zentrierung doch so nah in eurem Herzen ist? Dort könnt ihr jetzt schon in einem friedlichen Universum sein. Es wird ganz anders, als ihr es vielleicht glaubt. Es werden keine Einhörner über eure Vorgärten gehen und es werden keine liebestollen Verbindungen zwischen Menschen ohne Erfahrungshintergrund in einer rosafarbenen Harmonie in euren Leben sein. Es ist eine Illusion, die der Polarität niemals gerecht wird. Doch was in jedem Fall geschehen wird, ist, dass ihr im Großen und Ganzen viel weniger Kämpfe haben werdet, weil ihr lernen werdet, euch und andere in Ruhe zu lassen, die Vielfalt zu lieben, zu erlauben und davon zu profitieren. Und das ist die Zukunft, nicht, dass es nach einem bestimmten Bild in euren Köpfen eine Umformung aller Beziehungen und Wesenheiten gibt. Tiere werden bewusster werden und manche Tiere werden ähnlich debilen Menschen sein beispielsweise und ihr werdet in einer anderen Welt sein und habt immer noch im Moment die Vorstellung, aus eurer Jetzt-Betrachtung heraus einen Garten Eden erschaffen zu wollen. Es ist eine aufgezwungene Kreation einer Zukunft, in der ihr nicht einmal glücklich wäret. Da hätte ich jetzt eine Frage noch. Es ist ja so, dass zumindest in unserer Zeit jetzt ganz, ganz viele Tiere aussterben, also Spezien, Rassen. Kommen wieder neue dazu in der Zukunft, die wieder ganz anders sind, die sich anders geben? Also wird es spannend so für Naturfreunde? Es geschieht bereits jetzt die Mutation und es geschieht bereits jetzt, dass neue Arten entstehen. Ihr seht das sterbende Tier, zählt die Artenanzahl wird immer kleiner und ihr findet einen Schuldigen. Wenn ihr darauf blickt, dass die Seelen, die diese sterbenden Tierkörper beleben, neue Kreationen hervorbringen, in anderen Körpern neue, höherbewusste Erfahrungen machen, aufbauend auf den vergangenen Bewusstseinsepochen, beispielsweise in einem Eisbär, so werdet ihr staunen über die Vielfalt und die Wandlungsmöglichkeiten aller Kreationen. Es geht stets um den Seelenanteil. Und nicht um die physische Erscheinung. Die physische Erscheinung ist das, was ihr oft erschafft und das, was den Launen der Evolution unterliegt und den Notwendigkeiten der Evolution. Habt ihr das verstanden? Okay. Eine Eisbärseele kann durchaus auch einmal eine etwas andere Körperform bewohnen als einen Eisbärkörper. Vielleicht ist das etwas, was euch mehr in die Zufriedenheit und in die Befreiung der Ängste führt. Habt ihr weitere Fragen? Ich glaube, eigentlich sind wirklich alle Fragen beantwortet. Doch ich merke, ich in mir habe wie viele andere Menschen irgendwie immer wieder das Bedürfnis, etwas zu tun, um die Welt zum Besseren zu verändern. Aber da ist ja die Wertung schon drin. Ich habe auch kein Problem, mich einfach nur hinzusetzen und in der Neutralität zu sein. Und habe dann doch irgendwie immer das Bedürfnis, einen Sinn zu machen für die Welt. Und erlebe das bei vielen Menschen, die jetzt so auf der Sinnsuche sind. Und
einfach Menschen, die nützlich sein wollen. Aber was ihr uns sagt, ist eigentlich, ist Zeit einfach in euch, liebt euch fertig aus. Irgendwie kann ich es immer noch nicht glauben, dass es so einfach ist. Könnt ihr das nur mal wiederholen? Wenn ihr etwas zu tun wünscht, so könnt ihr euch viele Male am Tag hinsetzen und das aufsagen, was ihr jetzt aufgesagt habt. Dann tut ihr etwas Nützliches. Und ihr fürchtet euch nicht. Und das könnt ihr auch tun. Fürchtet euch nicht. Ihr, wenn ihr euch selbst liebt, liebt ihr das andere. Und durch das Geliebtwerden hat das andere die Möglichkeit zur Entfaltung der Eigenliebe und kann wieder lieben und weiter lieben. Und ihr tut in einer Kettenreaktion sehr viel mehr als im Gießkannenprinzip. Denn dort verströmt ihr euch und verzettelt und verliert euch. Wenn ihr etwas tun wollt, so sagt das auf, was ihr erkannt habt. Jede Form der Einmischung, die nicht erbeten ist, ist eine aufgedrängte Situation und eine Situation, die einen anderen Menschen in ein komplementäres Beziehungsverhältnis bringt, eines Wissenden und eines Dummen oder eines Könnenden und eines Blinden und Nichtkönnenden, so dass ihr auch gut beraten seid, wenn ihr Menschen, die ihr nicht versteht, nach deren Bewältigungsstrategien fragt. Und vielleicht einmal dorthin schaut, ah, du bist mit dir im Krieg, wie schaffst du das den ganzen Tag? Was tust du mit dir, dass du das aushältst? Was ist dein Rettungsanker? Wie kannst du in deinem Leben bestehen? Und vielleicht werdet ihr auch gefragt und könnt dann sagen, ich bewerte einfach nichts. Und könnt weitergehen. Und ihr könnt es tun oder ihr könnt den Menschen bei der Hand nehmen und ihm seine Welt zeigen und ihm zeigen, was verbesserungswürdig ist. Was sagen? Ich habe heute eine gute Erkenntnis gewonnen. Ich werde andere nicht mehr zwangsbeglücken. Und das Glück freut sich besonders, denn das Glück wählt selbst, wohin es springt. Wir appellieren nicht an eure Lieblosigkeit, wir appellieren nicht an eure Gleichgültigkeit, wir appellieren nicht an den Zynismus. Das Einzige, was wir aufgrund der starken Angst und Sorge und Frustrationsenergie, die sehr viel auf der Welt derzeit das Denken, Fühlen und Handeln bestimmt, dagegen halten können oder dafür halten und dazugeben können, ist, euch zu versichern, dass alles seinen rechten Gang geht, dass jeder Mensch sein Schicksal und seinen Frieden insofern in der Hand hat, dass er immer in sich den neutralen Mittelpunkt aufsuchen kann, sich dort erholen kann, bevor er neu ausschreitet, mit dem Wissen, dass jedes Ausschreiten im Raum ein Wirken ist, das anderen Wesen das Mitwirken aufnötigt, sodass ihr überlegen könnt, was ihr tut, wohin ihr es tut, gewahrsam sein könnt, was geschah, was mit anderen geschah. Es gehört nichts weiter dazu, als gewahrsam zu sein, als wahrnehmend und präsent zu sein und sehr viel mehr bei sich zu sein. Mehr haben die vielen Worte nicht bedeutet, denn dort ist die Liebe zu sich selbst, der innere Friede, sich in Ruhe lassen zu können und ein friedliches Puzzleteilchen zu werden. Und wenn jemand an eure Türe klopft und wissen möchte, wie ihr es tut, seid ihr die beste Lehrkraft dafür. Habt ihr das verstanden? Es ist gleichsam so, wie ein Mensch, der in seiner Arbeitssituation beladen ist.
Er fühlt sich von seinem Kollegium nicht gesehen. Er fühlt sich von seinen Vorgesetzten ausgenutzt. Er hat das Gefühl, viel zu wenig Freizeit und noch weniger Schlaf zu haben und fehlernährt zu sein. Seine Familie klagt, dass er keine Zeit für die Frau und die Kinder hat und nur das Geld und die Erfüllung der Bedürfnisse der Hauserhaltung und so weiter an vorderster Stelle steht. Und dieser Mensch ist ausgebrannt, hat ein Burnout und sucht einen Weisheitslehrer auf. Er muss in die hohen Berge aufsteigen, in eine Höhle, wo er einen Eremiten findet, der wortlos, ohne Nahrungsaufnahme seit langer Zeit, in einem tief meditativen Zustand sitzt und sich dort glücklich fühlt. Dort geht er hin und ist überwältigt von der Ruhe, von der Schönheit des Menschen, von der Aura dieser Person und der Fähigkeit des eigenen Sanatoriums im Inneren, der Rekonvaleszenzmöglichkeit in dieser neutralen Mitte zu haben. Und er versucht es zu tun und er sitzt dort und tut es eine Weile und spürt das Ameisenkribbeln in den Beinen, denn eigentlich kann er nicht so lang bleiben, denn er muss ja wieder zurück zu seinem Kollegium in seiner Arbeit und seinen Vorgesetzten und zu seinem Haus, das neu gedeckt werden muss und seine Kinder in die Schule bringen muss und der Frau vorgeben muss, was alles getan und eingekauft sein muss, sodass er schleunigst zurückgehen muss in diesen Alltag, um dort wieder dieses Puzzleteil zu sein. So fragen wir euch, was wollt ihr tun? Wollt ihr dieses Puzzleteil entreißen, damit der Rest der Familie, die darauf angewiesen ist, keinen Vater mehr hat, der sich nur noch gemütlich in die Eremitage zurückzieht? Es ist eine gewählte Kreation eines Umraums, der das gemeinsam auf karmischem Weg in die Erweiterung und die Bewusstheit bringen muss. Und es nützt einem Yogi nichts, in diese Welten hinabzusteigen, um etwas zu bewirken. Der Yogi, der ihr derzeit seid, wenn ihr diese Fragen an uns richtet, ist der, der in der Gesellschaft umherhüpft und sagt, ich bin ein Yogi, ich bin ein Yogi, ich bin ein Yogi und ich kenne eine Höhle, ich weiß eine Höhle, dort ist es ruhig. Ihr werdet nicht ernst genommen und ihr seid es dann auch nicht. Es ist ein Zerrbild dieser Situation und entweder ihr haltet euch in eurer Höhle auf, in der Enklave des Friedens, oder ihr akzeptiert, wenn ihr hinabsteigt von diesem Berg, dass dort andere Gesetze gelten. Dann liebt ihr euch und die anderen. Und habt mehr getan als alles andere, mehr als in der Höhle zu sein und mehr als zu verbreiten, dass ihr ein Yogi seid. Denn ihr seid ruhig, ihr seid liebevoll, wertschätzend, achtsam. Und die Menschen können spüren, wie es auch sein kann. Und haben vielleicht die Chance, auf ihrem Sofa, in ihrem Raum, mit ihren Mustern, diese Ruhe als Anker in sich zu tragen, nachschwingen zu lassen und sich selbst zu überlegen, wie in ihrem chaotischen oder durchstrukturierten Alltag diese Ruhe einzubauen wäre. Damit habt ihr Liebe gewonnen und ihr habt nichts getan, außer zu sein. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Das ist wunderbar. Weitere Fragen von euch?
Habt ihr weitere Fragen? Nein. So geht hinaus an diesem schönen Tag. Ja, genau. Danke. Also wir hätten gerne noch zum Schluss eine Harmonisierung, wenn es euch recht ist. Ja. So wie es uns vorkommt, könnt ihr sehr gut ein bisschen Gelb gebrauchen. Für die Leichtigkeit und die Sorglosigkeit. Das Weiß der reinen Absicht, der klaren Wahrnehmung. Das Blau der Vernetzung. Das Rot für das freudvolle Inkarniertsein in euren wunderbaren Körpern auf diesem schönen Planeten. Seid umhüllt mit dem Gold des Schutzes und unterstützt vom silbernen Strahl der schnellen Manifestation. Einen Moment bitte. Bisschen rosa noch. Wir danken euch und verabschieden uns. Vielen Dank.